Frohe Weihnachten, meine Minecraft-Freunde, und weil heute Weihnachten ist, werde ich an zwei glückliche Gewinner von euch zwei Huge Happy Rocks verlosen. Wie ihr die bekommen könnt, erkläre ich euch gleich. Außerdem dürft ihr euch heute anschauen, was es alles Neues im Pet Simulator 99 Weihnachtsupdate gibt und wie ich einen Huge Jolly Narwhal ziehe. Aber vorher einmal kurz zu der Verlosung. Ich werde in dem Video zwei Codes verstecken. Die sehen so aus, da steht einfach Huge Code, Doppelpunkt und dann der Code. Und wenn ihr diesen Code als erstes findet, dann kommt auf meinen Discord-Server, öffnet ein Ticket im Support-Bereich und schreibt da, ich habe den Huge Code gefunden und den Code dahinter. Ihr könnt auch einen Screenshot posten oder was auch immer. Die ersten zwei Personen, die den Code finden, beziehungsweise es gibt zwei Codes und jeweils für jeden Code der erste, der ihn findet, kriegt von mir ein Huge Happy Rock über die Mailbox geschickt, denn mit dem neuen Update gibt es endlich die Mailbox. Aber jetzt würde ich sagen, auf geht's zum Video. Und damit wären wir dann in dem Weihnachtsupdate von Pet Simulator 99. Die heutige Quest sind es, Eggs zu hatchen und ich bin Rang 11. Das Problem ist halt, ich kann immer noch kein Buch ausrüsten auf Slot 11. Was soll denn das? Hä? Ich bin Rang 11. Gut, ich werde jetzt versuchen, hier nochmal Eggs zu öffnen, aber doch jetzt, das geht. Oh Gott sei Dank. Einmal kurz die Christmas Quest für heute abschließen. So, und damit haben wir es jetzt endlich. Ich kann einsammeln, Anspruch, und heute ist es ein Rudolf-Hoverboard. Ach, wie schön. Und dann gehen wir einmal rüber in die neuen vier Areas. Und es sind doch nur vier Areas, so wie ich es vermutet habe. Das heißt, ich glaube nicht, dass es heute ein Rebirth geben wird. Das wäre auch ein bisschen komisch. So, aber wir sehen jetzt hier die neue OP-Zaubertränkemaschine, wo man für 10.000 Gems einen OP-Zaubertrank bekommen kann. Und ich kriege einen Damage Potion 5. So OP ist er gar nicht, wenn man da gerade eben ein Potion Stufe 7 gesehen hat, aber ich kaufe mich jetzt einfach mal durch die neuen Areas und das war's dann auch schon mit dem Durchkaufen. Meine Coins sind alle. Aber das kann man schon vom letzten Mal, dass die Coins schnell alle waren. So, ich lasse meine Pets hier einmal kurz farmen, hau jetzt natürlich ein Damage Potion raus, hau mir einen Münzentrank rein, außerdem Schatzjägertrank, weil sich das immer lohnt, dann natürlich noch von allen Früchten, so viele es gibt. Kleiner Tipp, bei den Früchten Rechtsklick drauf machen, eat 20. Aus irgendeinem Grund meckert er gerade rum. Achso, weil ich noch Bananen habe, ja, dann eat max. Blub. Äpfel, eat 20. Ananas, eat 20. Und haben wir noch irgendwas? Hier, die Regenbogenfrucht, eat 20. Perfekt. Und dann hauen wir uns ein TNT raus, um ganz schnell die neue Area freizuschalten. Und ihr seht, jetzt geht's ab. Wir haben die neue Area frei. Und ich packe meine Pets direkt rüber in den nächsten Bereich. Ihr könnt schon mal hier farmen. So. Und nach den Geschenken gucke ich gleich. Ich habe schon die ersten Geschenke gesehen. So. Und der hier kostet einen grünen Barren. Okay. Den einen grünen Barren kriegen wir auch easy zusammen. Dafür haue ich einfach nochmal eine TNT-Crate raus. Während ihr das hier macht. Wobei. Ja, haben wir das schon längst freigeschaltet. So, noch einmal alles mitnehmen, was es hier gibt. Wie lange dauert das? Das dauert viel zu lange. Aber wir sind schon in der letzten Area angekommen. Das heißt, meine Pets kommen jetzt einmal in die letzte Area. Hier brauche ich gar kein Gift mehr raushauen. Den Zug finde ich schön. Hier ist der Polar Express. Hier gibt es auch einen Shiny Relic direkt auf dem Polar Express drauf. So, und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal nach den neuen Geschenken. Aber ich glaube nicht, dass in den vier Areas ganze 25 Geschenke versteckt wurden. Die werden wahrscheinlich überall auf der Map verteilt sein. Und wir sehen Christmas Ornaments. Oh mein Gott. Ich kann jetzt endlich die Dinger platzieren. Nur an Trees. Okay, ich habe einen Tree. Based. Yeah. Oh, too close to another ornament. Es ist jedes Mal das gleiche. Bruh. So, hier haben wir aber das erste Gift. So, Gift Nummer 1 haben wir gefunden. So, gucken wir nach, ob wir irgendwo noch ein weiteres finden. Aber das wäre komisch, wenn hier noch mehr wären, oder? Hier hinter sehe ich auch keine. Gut, dann holen wir uns hier einmal kurz die Belohnung ab. Dann das Gift, welches hier in der Ecke liegt. Blub. So, ich glaube nicht, dass in der Area noch ein zweites Gift ist. Obwohl, war da gerade ein Relic oder habe ich mich verguckt? Nee. Gut. Hier, gucken wir mal, hinter den Häusern ist so ein guter Spot, um Gift zu verstecken, aber ich sehe nichts hinter den Häusern, ich sehe nichts auf den Häusern, ich sehe nichts neben den Häusern. Warum? Doch hier, hinter dem Schneemann. Lol. Okay. Hier haben wir noch ein Gift. Look, please. Aber ich finde keine weiteren Gifts. Oh, man kann bis hier oben gehen und hier oben ist dann das nächste Gift hinter diesem Haus. Das ist nice. Ich mag das, wenn man einfach an den Rand der Map hingehen kann. Das ist schön. So. Ey, wer bist du? Was willst du denn von mir? Hä? Was willst du? Was willst du von mir? Das ist wahrscheinlich so ein Easter Egg von irgendeinem Developer. Und hier ist noch ein Shiny Relic. Nice. Okay. Meint ihr, gibt's noch irgendwas? Ich meine nicht. Ja, und die nächsten Geschenke, die werden dann halt wahrscheinlich in den anderen Areas sein. Hier noch eins. LOL! Habt ihr gerade gesehen, wie die Ornaments upgedatet wurden? Auf einen Schlag kamen sie alle an. Ich war nicht der Einzige, der auf die Idee kam, schnell mal Ornaments zu platzieren. Okay. Ah, hier noch ein Shiny Relic. Cool. Okay, hier noch einmal am Rand gucken und da ist dann noch ein Geschenk hinten dran. Perfekt. So. Aber komm, wenn ich hier welche übersehen habe, dann ist das so. Die nächsten Geschenke werden wahrscheinlich in den Areas sein, in denen vorher noch keine Geschenke platziert waren.
Zum Beispiel hatten wir keine Geschenke in welchen Areas? Hier gab es Geschenke, hier gab es ein Geschenk. In der Area gab es, glaube ich, keine Geschenke. Dementsprechend ist hier jetzt natürlich ein Geschenk. Also, wenn ihr schon die ersten 50 Geschenke eingesammelt habt und wisst, wo die Spots sind, dann könnt ihr einfach an den Spot suchen, an dem keine Geschenke waren. Und da werden jetzt wahrscheinlich welche sein, wie zum Beispiel auch an diesem Spot hier. Jetzt habe ich schon 58 von 75, hier war ja beim letzten Mal eins. So, da hinten war beim letzten Mal eins, also kann es sein, dass hier jetzt eins ist. Und man kann hier sogar jetzt reingehen, wie cool ist das denn? Okay, hier war beim letzten Mal eins, das heißt, es kann sein, dass hier vielleicht irgendwo am Rand jetzt wieder eins ist. Aber hier finde ich keins. So. Hier könnte theoretisch auch eins versteckt sein irgendwo. Mensch, immer diese Suche. Ach ja, stimmt, der Elf on the Shelf von heute. Den habe ich auch noch nicht eingesammelt. Area 52. Aber man kriegt von denen halt nur diese kleinen Gifts. Dementsprechend habe ich gar keinen Bock darauf, den Elf on the Shelf zu suchen. So, hier war beim letzten Mal eins drin. In der Area waren beim letzten Mal so viele, dass ich nicht glaube, dass hier nochmal eins sein wird. Aber hier vielleicht. Und hier ist das nächste Geschenk. Nice. Ich gehe nur einmal durch die Welt durch. Wenn ich welche übersehe, dann schreibt es mir gerne in den Chat. Aber ich werde jetzt nicht so hardcore versuchen, alle zu finden, sondern einfach nur mal gucken, welche ich noch mitnehmen kann. Hä? Nein, der Server wurde restartet. So sieht es übrigens aus, wenn ein Server restartet wird. Gut, dann gehe ich mal auf Aktualisieren und gönne mir einen leeren Server wie den hier. Server wurden restartet. Ja, deswegen habe ich gerade auch Server gewechselt. Ach hier, lol. Wie habe ich das Geschenk übersehen? Aber ja gut, jetzt habe ich das Geschenk. Lup. Dann war es ja gut, dass die Server restartet wurden. Weil sonst wäre ich nicht nochmal zurückgegangen hierhin. Gut. Gehen wir mal hier durch. Durch diesen langen Gang. Durch den bin ich nie durchgegangen. Ist der neu? Der ist neu. Den Gang gab es doch vorher noch nicht. Enchants immer mitnehmen. Bisschen umsehen. Beim letzten Mal war da eins. Deswegen glaube ich nicht, dass hier jetzt noch eins sein wird. Aber guck mal, hier in der Area gab es beim letzten Mal keins. Hier muss es doch diesmal... Ha! Ich hab's gewusst. Diesmal muss es in dieser Area eins geben. War klar. Okay. Beim ersten Rebirth. Da, ich muss wieder daran denken, in den Areas zu gucken, in denen vorher nichts drin war. Weil bei denen jetzt wahrscheinlich ja was drin ist. Genauso sehen wir da hinten einfach das Geschenk vom Weiten. Also das war ja super gut zu finden. Hier kann man hochschwimmen und sich dann das Geschenk mitnehmen. Easy. Und an den anderen Stellen gucke ich gar nicht erst nach Geschenken, weil ich gerade eben gesehen habe, wie leicht das ist mit den Outlines, welche vom Weiten durchs Wasser zu sehen. So. Ah, ich enroll hier noch nichts. Hier hatten wir beim letzten Mal ein Geschenk, also wird hier keins sein. Hier hatten wir beim letzten Mal keine Geschenke in dem Bereich, oder? Also wird hier auch eins sein. Haha. Ich hab's gewusst. An den coolen Orten, an denen beim letzten Mal keins war immer. So, Früchte mitnehmen. Aber nicht alle, weil wir wollen ja nicht gierig sein. So, neue Pet-Equipped-Slots kaufen. 1 Million, noch 1 Million, noch 1 Million. Jetzt habe ich nur noch 3,95 Millionen übrig. Teuer. Aber damit muss ich halt leben. So, jetzt gucken wir mal, ob hier Geschenke sind, weil... Beim letzten Mal waren hier auch keine Geschenke und diesmal sind hier auch keine. Warum? Warum machen die hier keine Geschenke hin? Das verstehe ich aber nicht. Naja, hier irgendwo, dahinter oder so. Ja, dahinter ist ein Geschenk. Hier. Ziemlich gut versteckt. Jetzt fehlen mir nur noch 10 Geschenke und wenn ihr diese 10 Geschenke finden wollt, dann müsst ihr selber suchen, weil ich habe keine Zeit jetzt noch nach diesen Geschenken zu suchen. Weihnachten steht vor der Tür, da kann ich keine Videos machen. So, das waren genug Geschenke, die wir gesucht haben. Wobei hier oben vielleicht noch eins? Nee. Gut, dann hatchen wir einmal das beste Egg, so oft wir können. Mal gucken, wie oft wir es hatchen können. Ich kann ja jetzt 74 auf einmal hatchen. Krieg dann ein paar Rainbow Train Cats. Rainbow Train was? Train Conductor Cats. Okay, Rainbow Train Conductor Cats. Sowie Rainbow Pyjama Dogs. Und was ziehen wir hier noch raus? Beziehungsweise, ich habe schon oft genug an dem Spinny-Reel gedreht. Aber ich werde diese Cat niemals bekommen. Das waren alle Pets. Ich habe nicht das beste Pet gezogen. Was? Frechheit. Warum kann ich nicht meine Enchanten, also nicht den neuen Enchantment-Slots benutzen? Hier steht Rang 11. Und ihr könnt nicht sagen, dass man Rang 11 durchspielen muss, weil alle anderen Slots waren immer auf den Rang, den man erreichen musste. Und nicht nach dem Rang, den man erreichen musste. Das wäre auch dämlich. Das ist richtig komisch. Aber ja, gut. Ich kann diesen Slot nicht nutzen. Das finde ich schade. Ich hoffe, dass sie den Fehler auch fixen werden. Finde ich echt schade. Vielleicht haben die einfach gar nicht dran gedacht. Wer weiß. Keine Ahnung. So, ihr werdet jetzt erstmal dieses Buch hier wegmachen. Blup. Und wir haben keine Christmas Presents bekommen. Naja, so ist das nun mal. Aber, falls ihr euch fragt, warum ich Christmas Presents sammle, ist einfach, weil wir immer noch im Clan-Krieg sind. Denn wir haben einen Clan gegründet, den Club-Based-Clan mit dem Tag 187. Aktuell haben wir 323.000 von diesen Clan-Krieg-Punkten. Und das sind echt nicht viele. Wir brauchen viel mehr, weil aktuell sind wir damit, glaube ich, auch Rang 70 oder 80. Wenn wir Glück haben. Wartet. Hier, Rang 79 sind wir. Rang 79 und wir müssen mindestens Rang 50 erreichen, damit wir überhaupt was bekommen am Ende des Clan-Kriegs. Um diese Punkte hier zu bekommen, muss man
Titanic-Gifts öffnen. Man kann zwar auch so normale, große Weihnachtsgeschenke öffnen, aber die lohnen sich bei weitem nicht so viel wie Titanic-Gifts. Deswegen werde ich hier einmal kurz ein paar Titanic-Gifts machen. Also ich mache sowieso immer alle meine Gifts voll. So, dann machen wir einmal das hier. So, und daraus machen wir dann ein Titanic-Gift. Und sobald ich ein Titanic-Gift habe, öffne ich das Titanic-Gift natürlich für den Clan, weil jetzt steht hier unten, ich habe 850 Clan-Punkte gesammelt. Krieg daraus natürlich ein paar Belohnungen, die sind auch schön. Hauptsache, ich krieg endlich mal ein Titanic-Pad. Das war kein Titanic-Pad. Das hier ist gut, aber kein Titanic-Pad. Das ist auch gut, aber immer noch kein Titanic-Pad. Was? Oh mein Gott, das erste Mal! Und dann auch noch live im Stream! Einfach so ein Huge Jolly Narwhal. Als ob! Als ob! Es ist kein Titanic-Pad, aber das ist das erste Mal, dass ich ein Huge-Pad bekommen habe in Pet Simulator 99. Einfach so. Oh mein Gott. 10.000 davon existieren. Als ob. Wie geil ist das denn? Okay, wieder runterkommen. Ich war auf einer Mission. Was ich euch sagen wollte ist, wenn ihr meinem Clan beitreten wollt, dann sammelt so viele von den Titanic-Gifts, wie ihr könnt, aber öffnet sie nicht, bevor ihr nicht in meinem Clan seid, weil wenn ihr sie geöffnet habt, sind sie weg. Je mehr Titanic-Gifts ihr habt, desto besser stehen die Chancen, dass ihr in den Clan eingeladen werdet. Und um zu applyen, müsst ihr nur auf meinen Discord-Server gehen, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Öffnet da ein Support-Ticket und schreibt, ja, ich habe so und so viele Titanic-Gifts, kann ich in den Clan, und dann kriegt ihr eine Einladung. So. Aber als ob ich so ein Pet bekommen habe. Ja, die Chancen sind null, deswegen ist das so insane. Beziehungsweise, ja, bei den Jolly Narwhal sind die Chancen jetzt nicht wirklich null. Die sind schon da bei den Titanic-Gifts. Bei allen anderen Gifts sind sie praktisch null. Aber krank, dass ich das auch noch gehittet habe, weil sie sind schon super gering. Wow, das war mein Highlight. Dafür könnt ihr doch mal eine Doni da lassen. Okay, ich sammle noch mal ein paar Coins ein, die meine Pets da hinten gefarmt haben. Und dann öffnen wir noch ein paar Eggs. Bei dem Glück, das ich habe, das muss ich herausfordern. Und dreist davon ausgehen, dass ich jetzt noch ein Huge Pet aus den normalen Eggs ziehe. Deswegen hau ich mir ein Lucky Eggs Potion 2 rein. Hau zusätzlich noch eine Magnet Flag rein. Und dann öffnen wir einfach mal so viele Eggs, wie wir können. Das war insane. So, wir öffnen jetzt einfach. Mein erster Rainbow Shiny. Warte, der war sogar Rainbow Shiny? Rainbow Shiny? Was? Was ist denn heute mit meinem Glück los? Okay, nee, er ist nicht Shiny, er ist nur Rainbow. Aber direkt Rainbow. Der Snowflake Dominus Divine Rainbow hat 365.000 Stärke. Jetzt wissen wir schon mal, wie stark das stärkste Pet ist, das man hier rausziehen kann, und das wurde nicht mal geupdatet, das ich schon habe. Aber das ist das stärkste Pet, das man rausziehen kann in Rainbow, aber leider noch nicht in Shiny. Aber das ist schon mal ein Anfang. Ich will auch zu viel Glück haben. Ja, ich habe too much winning, Leute. Ich habe jetzt einmal gewonnen, ich habe zweimal gewonnen. Ich werde ein drittes Mal gewinnen. Es wird too much winning geben, Leute. Ich werde heute jetzt noch ein huge Pet aus diesem Eck ziehen. Too much winning, Leute. Too much winning. Es wird heute so viel winning geben, dass ihr sagen werdet, nein, Conny, nein, bitte nicht mehr winning. Keine huge Pets mehr ziehen, bitte. Aber ich werde sagen, nein, es gibt nie genug Huge Pets. Ich werde immer mehr Huge Pets ziehen. Und ja, please, no, too much winning. Oh mein Gott, das ist der glücklichste Tag in meinem Leben. Und das macht es gleichzeitig zum traurigsten Tag in meinem Leben, weil ich mich über Pets im Lauto 99 freue. Ja, Victor, die spawnt irgendwie immer. Unter dem Zug soll eins sein, hieß es. Unter ihm. Ja, tatsächlich. Lol, hier unter dem Zug ist einfach das nächste Gift. Blub. Dann haben wir das auch. So, und ich würde sagen, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut jetzt gerne das Video an, das hier eingeblendet ist. Frohe Weihnachten. Bis dann und ciao!